Servus, ich bin der Joe Kellerer. Eigentlich heiße ich Johannes Kellerer und so werde ich dann auch bei der Wahl auf dem Wahlzettel stehen. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus dem Ortsteil Lindach. Ich habe hier in Fürstenfeldbruck auf dem Graf-Rasso-Gymnasium mein Abitur gemacht und habe dann in Freising Landwirtschaft studiert. Ich habe direkt nach dem Studium den elterlichen Hof übernommen und bin jetzt seit 9 Jahren selbstständiger Biolandwirt. Die Arbeit macht mir wahnsinnig Spaß und ich arbeite wahnsinnig gern und habe den großen Vorteil, dass ich meine Zeit ein bisschen einteilen kann und so schön Zeit habe für meine Hobbys. Die wären zum einen die Musik. Ich spiele Schlagzeug in einer Band, die heißt der Schöne Pernhardt. Und wir sind übrigens aktuell auf der Suche nach einem neuen Bassisten, also falls jemand da Interesse hat, kurz anrufen. Und ich bin Pianist. Mein zweites großes Hobby ist der Sport. Ich bin im TUS, mache da Triathlon in der Abteilung Tri-Team und ich trainiere täglich für meine Wettkämpfe im Sommer. Ja, wieso sollte man jetzt gerade mich zum Bürgermeister wählen? Ich bin der einzige Kandidat, der aktuell nicht im Stadtrat ist und dadurch habe ich Vorteile, dass ich relativ parteiungebunden bin. Das heißt, ich könnte alle guten Vorschläge von allen Fraktionen im Stadtrat schön unter einen Hut bringen. Besonderen Wert würde ich auf den Umwelt- und Naturschutz legen, sowie auf eine moderate und nachhaltige Bebauung in Bruck. Wichtig ist mir auch eine starke Bürgerbeteiligung. Gerade jetzt, wo ein paar große Projekte anstehen, wie zum Beispiel die Konversion vom Fliegerhorst, da finde ich es wichtig, wenn möglichst viele Leute da mitreden können und ihre Ideen einbringen können. Zudem würde ich als Bürgermeister monatlich eine Bürgerradeltour anbieten, wo man dann immer gemeinsam in einen Stadtteil fährt zu den aktuellen Projekten der Stadt und da gemeinsam die Sache bespricht und ausdiskutiert. Und danach müsste man natürlich in den Biergarten fahren. Ich denke, für das Amt bin ich sehr gut geeignet, weil ich die nötige Ausdauer und das nötige Fingerspitzengefühl dafür habe. Ich kann sehr gut mit Leuten reden und ich kann vor allem wahnsinnig gut älteren Herrschaften zu runden Geburtstagen gratulieren.